Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Das Ganze wird auch etwas unterleuchtet von den Fans von Alemannia Aachen, die da eine kleine Pyroshow für uns bereithalten. Und die Seiten werden noch einmal getauscht, zeigt Alexander Schuh an. Alexander Schuh pfeift die Partie an, die SSV Gefelbert ganz in Blau, stößt an, spielt im ersten Durchgang von links nach rechts. Die Alemannia in Schwarz und Gelb, dementsprechend von rechts nach links. Schepanik. Aber leider gewähren sie diesen Spielverlauf. Pajuka. Sidra Mai auf der linken Seite. Wird von Strujicin gelaufen. Ramay macht es aber allein. Ramay mit dem ersten Abschluss in dieser Partie. Links am Tor vorbei. Aber gute Bewegung vom Flügelflitzer der Alemannia. Und da ist der Ball weg. Und da gibt es direkt die nächste Möglichkeit. Anton Heinz nach dem Abschlag. Und da muss Lenz da sein, ist er aber auch. Schuss relativ unplatziert. Ramay bekommt den rein und das ist das 1:0 für Alemannia Aachen. Dustin Wilms, 17. Minute und der geht auf die Kappe von Marcel Lenz. Ramay zirkelt den noch von der Torauslinie rein. Wilms nimmt den direkt, der Ball kullert in Richtung Eck. Wir schauen nochmal drauf. Es war der Einwurf. Gute Körperbewegung von Ramay, den bekommt der super rein. Ja, und dann tritt er den quasi in den Rasen. Aber trotz allem muss Marcel Lenz diesen Ball haben. Der kullert dahin und er kommt irgendwie nicht hin, verschätzt sich. Und unter gütiger Mithilfe des Keepers, der Gastgeber, geht die Alemannia hier mit der ersten richtig guten Gelegenheit in Führung. Natürlich der Ball von Heinz gebracht. Lenz ist da. Und Hilbert bekommt den Ball wieder nicht raus. Heinz geblockt und der wird gefährlich. Aber Abseitsposition. Treffer hätte nicht gezählt. Schiebende bekommt den Einwurf regulär hin. Remo, leichter Fehlpass. Und jetzt die Möglichkeit für Aachen mit Tempo. Dustin Wilms guckt sich um und spielt einen Pass in die Schnittstelle Richtung Ramay, der da fast hinkommt, weil Schiebner das nicht konsequent wegverteidigt. Aber Marcel Lenz kann den Ball dann ins Seitenhaus pölen. Aber wie sieht's hier aus? Ja, so wird das nichts. Zweiter Ball bei Erwig Drüppel. Ah, da ist ein bisschen Platz und das ist der Kopfball. Und da ist sie, die Riesengelegenheit für Felber durch Max Machtemis. Aber auch eine richtig starke Parade von Marcel Jonen, der den Ball da über den Querbalken patscht. Erwig Trüppel mit der zweiten Flanke nach der geklärten Ecke und Machtemis völlig frei. Der Kopfball ist auch gut, aber Marcel Jonen macht das gut. Jetzt die Freistoßmöglichkeit. Melich bringt den Ball hinein, der rutscht durch. Und Gabriel verpasst nur knapp. Da hat wieder die Zuordnung nicht gestimmt. Aber Jonen will das Spiel schnell machen und der Ball rutscht irgendwie durch. Anton Heinz mit dem Ball auf die andere Seite Richtung Ramay. Lenz kommt aber raus und verhindert hier die Riesengelegenheit. Die Alemannia hat angestoßen. In Schwarz und Gelb, jetzt von links nach rechts. Felbert von rechts nach links und vielleicht gleich mit der ersten Möglichkeit, weil Machtemis diesen Ball erläuft, da auch vorbeikommt im Dribbling. Machtemis legt nochmal quer, das ist die Schussmöglichkeit. Melich wird geblockt.
Da wird Handspiel gefordert, aber Schuh winkt sofort ab, sah für mich auch nicht danach aus. Aber da wurde Aachen etwas überrumpelt. Ja, keine Ballkontrolle gerade, geht hin und her. Gabriel geht jetzt mal dazwischen, verliert den Ball, bekommt keinen Freischuss und fehlt jetzt natürlich hinten. Wilms sieht Schepanik außen. Der versucht Heinz zu finden. Heinz kretscht da rein. Unter Bedrängnis bringt er den Ball dann aber nicht aufs Tor. Aber das war schnell und gut gespielt von der Alemannia. Remo, das war zu viel Einsatz. Aachen macht's schnell. Strujic, bekommt er den noch? Ja, setzt da richtig gut nach. Sascha Strujic. Immer noch am Ball. Super durchgesetzt. Der Ball in die Mitte. Wilms kommt da einen Link zurück. Und das ist das 2:0. Nein, ist es nicht. Anton Heinz trifft. Aber da gab es bei dieser Szene am Boden ein Handspiel. Und so pfeift Alexander Schuh die Szene ab. Und so die nächste Freistoßsituation. Kurze Variante. Dann ist da ganz viel Platz für Heinz. Zur Hereingabe, die ist gefährlich. Aber Lenz packt zu, auch mit ein bisschen Muscle, weil da ein Aachener am kurzen Pfosten verpasst wird. Also bisher stehen 8 Saisontore auf dem Feld. Es kommen gleich 8 rein, aber jetzt müssen sie erstmal aufpassen, denn Dustin Wilms hat sich da Abdelhamid davon geschont. Wilms legt nochmal quer Richtung Heinz und der wird abgegrätscht. Das muss er selbst machen. Dann steht es hier 2:0. Er hat noch Erbarmen. Ball kommt nochmal nach vorn. Hilger verlängert. Da ist aber niemand. Der Ball landet bei Marcel Jonen. Und das war's. Alemannia Aachen schlägt die SSV Gefelbert. Verdient mit 1:0 durch den Treffer von Dustin Wilms aus der 17. Spielminute. Unter gütiger Mithilfe von Marcel Lenz, der diesen Ball halten muss. Und Felbert war im zweiten Durchgang engagierter, aber kommt nicht vors Tor. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.